Was geht hier eigentlich ab, Leute? Der Walle sagt gerade so, Digga, du machst deine Vlogs immer nur bis 17 Uhr und dann sehen die Leute nichts mehr. Scheißgelaber. Heute machen wir mal einen Overnight-Vlog. Und wie startet man den Abend richtig? Ganz genau, Leute. Erstmal gute Büroluft atmen. Yo, was geht, Boy? He's looking so great, man. Do you wanna drink water? Veranstaltung hier in den Keller. Yo, it's not very written, man. Bro, do you got the stand height, son? My English, so. It's a stand heating, man. A stand heating? Es war for real, schade. Es ist fucking kalt, okay? Ich war vorhin mit Tim oben auf einem Berg Bilder machen. Digga, es war so kalt, dass ich wirklich so mir für einen kurzen Moment Sorgen um meine Hand gemacht habe, die so kalt war. Wahrscheinlich warst du auf einem Berg. Das ist gerade kein Spaß, Junge! Ich hab mich ohne Witz schon so 3-4 Mal bin ich am Schneiden gewesen. Ich guck hoch, ich denk so, fuck, wer steht da? Bäh. Rolls. Skelett. Yeah. Mach da einen auf dicken Jack, Alter! Weiß schon, dass Diesel demnächst in Stuttgart verboten ist, oder? 4,6 Euro, Mann! Was geht, ey? Nichts bei dir? Nichts bei dir? Sauna. Nichts bei dir? Nichts bei dir? Nichts bei dir, Digga! Der Typ, okay? Dem gehört hier in Stuttgart eine Dönerkette. Nee, also ich muss wirklich sagen, der Typ ist ein absoluter, dem sei Dad hat einfach nur aggressiv Cash. Oh Mann, da ging's ja gestern noch richtig zur Sache. Oh Mann, oh Mann. Heute geht's um einen Bereich, der im ersten Moment leicht verstörend aussehen könnte. Ja! Der im zweiten Moment relativ sinnvoll erscheint. Da geht es heute ein bisschen um Physiotherapie. Also nicht den kompletten Vlog über, sondern einen Teil vom Video. Ich würde sagen, wir lassen uns hier gar nicht lange aufhalten. Denn jetzt geht es erstmal darum, dass wir uns auf Herrenstyle präsentieren. Unser Outfit fertig anziehen. In unseren Wagen einsteigen, der mittlerweile schon wieder auf Standheizung angelehnt ist. Wahnsinnige Gesänge an diesem Morgen. Ich habe wieder erfreuliche Nachrichten bekommen. Ich habe mir gestern gedacht, ich bin mal witzig. Und park einfach mal anders, okay? Ich habe nämlich auf dem Gras geparkt. Weil ich so dachte, Alter, geil, Mann, G-Klasse. Auf Grund dieser Tatsache habe ich dann direkt eine Nachricht bekommen, klebt hier vorne dran. Und ich freue mich da jetzt schon gleich richtig, die durchzulesen und euch mit euch zu teilen. Ich muss mich nochmal einfach ganz kurz äußern, Leute. Dieses ACAB, was meiner Meinung nach der absolute Bullshit ist. Es gibt ja dann wirklich manche Leute, die sagen, ey, ich habe jetzt hier ein Strafzettel bekommen. Und die scheiß Polizei oder sowas, ja. Das finde ich sowas von sinnfrei. Als ob die Polizei böswillig zu dir hingeht und so sagt, hey, ich gebe dir jetzt hier einen Strafzettel. Alter, die machen einfach nur ihren Job. Im Bereich, wer jetzt verdächtig aussieht und wer nicht, ist wieder ein anderes Thema. Aber auf der anderen Seite, was ich wiederum lächerlich finde, sind Leute, die jetzt hergehen und so sehen, okay, oh, der parkt hier irgendwie falsch. Ich rufe mal lieber die Polizei, die sollen sich das hier mal anschauen. Dieser Typ, der die Polizei da ruft oder wie auch immer, das ist für mich der absolute Vollspaß. Oh mein Gott, das ist für mich der absolute Untermensch. Sorry, aber wie kann man so krass kein Leben haben? Oh mein Gott, ich hab gerade den korrektesten Gegenfahrer ever getroffen. Er gibt mir Lichthupe schon von 2000 Meter Entfernung durchgeht. Lichthupe. Und ich denk so, Alter, wer ist das? Ich denk so, Alter, chill mal. Die blitzen hier bestimmt. Ich sehe den Blitzer, ich so, ihr Mist. Grüße gehen raus an den Homie, ich werde nämlich gerade übel durchgebrettert. Wir schauen uns das jetzt gemeinsam an. Hier ist der Zettel. Sehr geehrte Verkehrsteilnehmer, wie weisen Sie darauf hin? Jesus Christ. Schau mal, der erste Schreibfehler. Dass Ihr Fahrzeug ordnungswidrig abgestellt wurde, das Parken auf einer Grünfläche und deren Beschädigen ist ein Verstoß gegen die STVO. Beim erneuten Falschparken wird der Sachverhalt an Ordnungsamt übermittelt. Hä? Es können folgende Wirkungen auftreten. Wirkungen? Strafzettel in Höhe von 30 Euro. Wiesenreparatur, eigene Kosten bis zu 70 Euro pro Quadratmeter. Fahrbahnreinigung auf eigene Kosten. 160 Euro die Stunde. Was ist das für ein komischer Zettel? Alle hier am Hasseln und natürlich Valentin, alles Gute. Oh, danke dir. Ein Geschenk von mir, du Lappen. Ich würde sagen, auf den Schock gehen wir erstmal was Mittagessen, auf oder? Auf jeden Fall, Bro, auf Herrenstyle. Hallo Kai. Same like the whole city go against me. Every time I'm in the street, I Jetzt wird erstmal richtig mies Sushi verhaftet, Alter. Auf Walle seinen Nacken heute. Yeah. Heute kommt übrigens der Physio-Vlog, falls ihr euch dafür interessiert. Der Kai ist auch auf den Geschmack gekommen. Auf jeden Fall. Auch mal sich ein bisschen behandeln zu lassen. Nee, also man muss wirklich sagen, so gerade in dem heutigen Alltag, für jeden, der auch einen Bürojob ausübt, dieses ellenlange Sitzen, die ganze Zeit wenig laufen und dann im Worst Case auch noch keinen Sport machen. Geht mal zum Physiotherapeuten, auch zum Chiropraktiker und so. Lasst euch ein bisschen behandeln. Boah, ich muss jetzt echt mal meine Belege wieder abhaken. Mein Geldbeutel ist voller Scheiße. Wie fühlt sich das jetzt an mit 15? Bruder, top. Lass uns mal kurz anschauen. Der hat seine Hecklichte abdunkeln lassen. Ziemlich geil, weil er ist schwarz, komplett. Ja. Der hat auf jeden Fall nicht verlegen lassen. Geil.
Schon fresh. Der sieht echt gut aus, ja. Ah, Mann, der hat was. Läuft Tim alleine, oder was? Ja, ja. Hast du den alleine laufen lassen? Ja. Digga, wie redest du mit deinem Chef? Der hat gesagt, es geht vom Gehalt ab. Wo essen wir jetzt? Sushi Puff. Schön. Und zwar sind wir hier mit dem gesamten Business-Team. Ja. Und, das war's eigentlich. Die der Mame und Seetangsalat. Mein Chicken ist zarter wie seine Bohne. La Josi Graf, Fajo. Es ist halt immer die gleichen Leute. No, wo am Sippe hin. Wo? Whoa. Just drinking that tea. Yeah. That's just a good warm up from inside. Back in the G class, you know. It's going down. I'm going Timber! Herzlich willkommen bei der Physiotherapie. Alles Wichtige über die richtigen Verspannungen. Wie verspannt man sich richtig, um sich einen persönlichen Physiotherapeuten einstellen zu können? Das und noch vieles mehr sehen Sie heute im nächsten Vlog von InScope Polestyle. Elevator? Bis wohin? Der zieht ja gerne hier so rüber und hier und dann manchmal auch gerne hier vor. Ja, so weit nicht. Bis ins Ohrläppchen. Ja. Basti fängt an mit Nikos Nacken, das ist Nikos Problemzone, weil er den ganzen Tag so vor dem Computer sitzt wie so ein Spasti und die ganze Zeit die Videos schneidet. Und das führt dazu, dass sein Schulterblattheber, der Levator Scapula, hier geht der Schulterblattheber, geht ungefähr so. Hier setzt er an und der kontrahiert hier dann und dann zieht die Sehne von dem hier das Schulterblatt nach oben, okay? Und wenn ihr dann die ganze Zeit am Computer sitzt, dann verkürzt die sich permanent und wenn ihr den weder den noch massiert, kriegt ihr da ganz, ganz schnell Probleme und dann fangen an, zum Beispiel auch der Trapez hier drumherum zu verspannen und das führt dann zu Nackenschmerzen, Kopfschmerzen. Das ist auch ein sehr begünstigender Faktor für einen sogenannten Nerd-Neck. Das ist das hier, wenn die Leute so quasi... Terrible. Genau, wenn die Leute so den Kopf nach vorne werfen. Deswegen sind wir hier gerade da, um eben dem entgegenzuwirken, damit der Nico hier in Ruhe schneiden kann. Du kannst ja das dann rausschneiden. Ich habe angesetzt gerade euch. Ich wollte versuchen, euch richtige Erklärungen hier zu liefern, aber Nico hat gesagt, bitch, tune it down. Bro, du redest seit 8 Minuten. Im Grunde genommen kann ich euch das auch nur wirklich wärmstens empfehlen, mit sowas zu arbeiten, also mit Massagen, wenn ihr jetzt nicht zu einem Physiotherapeuten gehen könnt, was die allerwenigsten natürlich machen können, vor allem ohne Rezept. Holt euch so ein, ich zeig euch das mal kurz. Zack, zack, das ist. Zeigst du den Leuten deine Black Rose-Sammlung? Ja. Die habe ich schon seit 1977, das ist ein Sammlerstück. Oh shit. Wäre jetzt Nico einfach so in seinem Alltag nicht aufgefallen, weil sowas erst auffällt, wenn es halt Probleme macht und wenn es aua macht. Und wenn was aua macht und Probleme macht, dann muss man interventiv arbeiten. Das ist natürlich immer wesentlich schwieriger. Deswegen wollen wir das gar nicht erst zustande kommen lassen. Als ob das jetzt alles stimmt, was der labert. Wir haben einfach nur Bock auf chillige Massage. Alter. Was ist los bei dem Ding? Und dann dachten die, das bringt der Gesundheit was. Basti gibt eigentlich Handjobs im Boden. Tim ist mein Stammkunde, deswegen kennen wir uns. Wir sind jetzt hier gerade im hinteren Gluteus Maximus. vom Schienbein hier bis zum Back. Und daran sitzt die ganze Muskulatur her. Vor allem hier der. Jetzt geht er stärker weiter, ne? Ja, soll ich nachfieben? Komm, gib ihn. Ich muss sagen, der Nachfieben ist wirklich besser. Ich habe ja so diverse Probleme im unteren Rücken, sage ich mal, weil ich eine leichte Hüftmobilität. Leicht? Digga, deine Hüftgelenksmobilität, Alter, schlechter als von dem Rentner. Ah, was ist da los, Digga? Das ist dein Adduktor. Viel Spaß, Digga. Weil der setzt an deinem Pubis an und an deinem Pubis ist dein Schwanz. Und wenn du Pech hast, dann strahlt der Schmerz deinen Schwanz. Mal allgemein zu dem Video hier. Nico wollte es einfach mal im Unterhose zeigen. Ist es, denke ich mal, eigentlich für jeden Sportler, egal in welchem Bereich. Ab dreimal die Woche, das kann Basti bestätigen. Sport, bist du Leistungssportler. Ob du Geld dafür bekommst oder nicht, spielt gar keine Rolle. Aber deine Verletzungsanfälligkeit. Dieselbe. Nach so einem guten Arbeitstag eine Massage in Anspruch nehmen, kann definitiv zum Vorteil des Muskelaufbaus führen. Wie man sicherlich hier auch direkt sehen kann. Bist du fett geworden? Ich habe echt zugenommen.